Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Reiseroute hat sich ein klein wenig geändert. Ich war bis heute Morgen in Saint-Jean-de-Luz in Frankreich, ziemlich dicht an der spanischen Grenze. Stand da auf einem Stellplatz und da hat es dermaßen geregnet in der letzten Nacht und natürlich auch heute Morgen, dass wir die Vermutung natürlich hatten, dass es auch in Nordspanien stark regnet. Und so war es auch. Der Wetterbericht sagte nichts anderes. Ja, dann haben wir ganz kurz unsere Route umgestellt und sind jetzt in der Stadt Arguedas. Ja, morgen geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Schaut mal, was wir hier entdeckt haben. Höhlen, die noch bis Mitte der 60er Jahre bewohnt waren. So ganz ungefährlich ist das hier nicht. Es ist auf das eine oder andere schon zusammengebrochen. Guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem Teil in meinem Video. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Es geht mit dem Mountainbike in die Wüste und ich glaube, es wird spannend. Und am Ende des Videos werde ich auch auflösen, wo ich hier wirklich bin. Ja, ich habe mich jetzt erstmal 10 Minuten hier hingesetzt, ein bisschen abseits, kleines bisschen abseits der Straße, weil wenn ich solche Naturschönheiten sehe, dann überkommt es mich immer. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, was man erfährt, wenn man hier ist. Das hätte ich nicht gedacht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es mit dem Mountainbike mache und nicht mit dem Auto. Ein fantastischer Tag, wolkenloser Himmel. So blau, wie man den in Deutschland nicht sieht. Eine Halbwüste hier mitten in Europa, mitten in Spanien, wo die Landschaft ihresgleichen sucht. Wer hätte das gedacht? Ich habe bis letzte Woche nicht gewusst, dass so etwas hier existiert. Ja, da hinten das ganze Gebiet ist alles militärische Zone. Aber trotz alledem werde ich es gleich an irgendeiner abgelegenen Stelle nochmal probieren, die Drohne fliegen zu lassen. Aber ich würde sagen, jetzt lassen wir erstmal die Bilder hier auf uns wirken. Thank you.
So, meine Runde durch die Wüste habe ich jetzt beendet mit dem Mountainbike. Das waren so circa 45 Kilometer für mich, weil ich von der Hauptroute überall nochmal Abstecher gemacht habe, dicht an die Berge ran. Und habe auch, wie gesagt, Bereiche gesucht, wo ich Drohne fliegen kann. Und einen habe ich ja gefunden. Ja, ich glaube, es wird jetzt Zeit, mal zu lüften, wo ich denn hier bin. Ja, ich bin hier in der Halbwüste zwischen Pamplona und Saragossa. Und die Wüste heißt Bardenas Reales. Es ist unglaublich, dass man sowas mitten in Europa hat oder überhaupt in Europa hat, mitten in Spanien. Und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also ich habe zeitweise mich hingesetzt, habe was gegessen, was getrunken und habe, also wirklich die Tränen liefen schon, weil ich bin dann immer sehr gerührt, wenn ich solche schöne Landschaften sehe. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich mich fürs Mountainbike entschieden habe und nicht fürs Wohnmobil, also fürs Auto. Das hat heute den ganzen Tag Spaß gemacht, ohne Ende. Es waren super tolle Wege dabei, auch normale Schotterpisten. Aber ihr werdet es ja sehen oder ihr habt es ja schon gesehen, wenn ihr mich hier quasseln seht oder hört. Okay, hiermit beende ich jetzt auch das Video und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Und das nächste Video kommt bestimmt. Von wo, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Alles klar, bis später. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.